Der 15-jährige Henning hat eine große Leidenschaft. Er liebt Hardstyle-Musik. Für die Schule hat er nur wenig Zeit. Schule ist für mich unnötig, weil alles, was ich über das Leben erfahren muss, lehrt mich die Hardstyle-Musik. Besonders Hennings Mutter macht sich immer wieder große Sorgen um ihren Sohn. Das Thema Musik sorgt immer wieder für Streitigkeiten in der Familie. Henning? 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 Was willst du? Unten wackeln die Wände. Ja, hättet ihr stabiler bauen müssen. Kannst du diesen Lärm bitte etwas leiser machen? Mama, wie oft habe ich dir schon erklärt, Hardstyle fühlt man nur, wenn der Bass einen richtig fett in die Fresse bumst. Als ich früher angefangen habe, die Rolling Stones zu hören, da haben meine Eltern auch gedacht, ich wäre plemplem. Ich denke einfach, jede Jugend hat so ihre eigene Musik und Entschuldige, das ist doch Quatsch, Norbert, was du da sagst. Das ist doch keine Musik. Howard Carpendale, das ist Musik. Ich wollte damit ja nur sagen, dass... Nein, das ist totaler Quatsch. Hardstyle ist keine Musik, Norbert. Und was mit Clarissa? Die darf immer ihre Lochi-Musik da laut hören, da sagst du nie was. Deine Schwester Clarissa ist auch zu oft auf den Kopf gefallen, das weißt du, Henning. Ach so, und weil sie doof ist, darf sie laut Musik hören, oder was? Henning, das, was du da hörst, ist einfach nur Lärm. Ich bekomme Kopfschmerzen davon, das ist keine Musik. Du hast doch keine Ahnung, Mama. Hardstyle ist eine Rebellion gegen das System. Hardstyle ist Freiheit. Hardstyle war niemals tot oder weg. Hardstyle war immer da. Hardstyle will never die! Mein Henning hat das ja auch nicht leicht, muss man sagen. Er hat immer noch nicht den Stimmbruch bekommen. Ich habe letztens zufällig gesehen, dass er immer noch keine Haare im Intimbereich hat. Schatz, also das muss doch nicht. Ja. Also. Wieso? Ich finde, das kann man auch mal sagen, damit auch seine Freunde das wissen und einfach ein bisschen sensibler mit meinem Henning auch umgehen. Ne? Manchmal nerven mich meine Eltern, vor allem meine Mutter, weil sie möchte nicht akzeptieren, dass ich Hardstyle-DJ werden möchte. Die Nerven in der Familie liegen blank. Am Nachmittag bitten Vater und Mutter ihren Sohn Henning zu einem ernsten Gespräch. So, mein lieber Henning, deine Mutter und ich möchten heute einmal mit dir reden, um dir zu sagen, dass deine Musik nur Assis hören. Ja. Sag ich jeden Tag irgendwas Blödes über Howard Carpendale? Pass auf, was du über Howie sagst, mein liebes Freundchen. Uns werden hier mal ganz andere Seiten aufgezogen. Ist mir völlig egal, was ihr sagt. Ihr werdet mir Hardstyle niemals verbieten können. Wir möchten dir Hardstyle ja auch gar nicht verbieten, Henning. Wir möchten nur, dass du endlich zur Vernunft kommst und nicht mehr diese Kacke hörst. Britta. Ist doch so, Norbert. Ihr müsst einfach akzeptieren, dass ich Hardstyle bin. Mein Leben ist Hardstyle. Meine Klamotten sind Hardstyle. Meine Freunde sind Hardstyle. Ja, und vor allem sind deine Noten Hardstyle. Hardstyle schlecht. Ihr checkt das nicht. Hardstyle ist meine Bestimmung. Alle Fragen des Lebens werden für mich durch Hardstyle beantwortet. Hardstyle lebt und Hardstyle will never die! Henning, würdest du dich bitte wieder zu uns setzen und das Gespräch weiterführen? Ah! Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Nächsten Mittwoch kommt eine neue Folge der Talkshow. Schaut euch unbedingt die letzten Videos an. Und nicht vergessen, Hardcore will never die!